So. Herzlich willkommen zum 19. Nachsitzen mit der SPD-Grünen Kreistagsfraktion hier aus dem schönen Kreistagssaal in Pasewalk. Ein besonderer Tag, zum einen natürlich Internationaler Kindertag, an dieser Stelle an die Kleinsten, die nicht wahrscheinlich zugucken werden, aber auch die Eltern, alles Gute zum Kindertag. Und eine zweite wichtige inhaltliche Botschaft, der Tag der Milch. Heute mit einem guten Becher frische Milch vom Bauernverband Ückerando für alle Kreistagsmitglieder. Eine nette Aktion mit wichtiger inhaltlicher Botschaft. Inhaltlich ging es auch im Kreistag zu. So hatten wir heute auf dem Kreistag die Schulstruktur der beruflichen Schule. Ein wichtiges Thema in dieser Beschlussvorlage war die Angleichung der beruflichen Schule Eckesin-Torgelow an den Standort Wolgast. Ein Prozess, der bei uns im Bildungsausschuss mit begleitet wurde, in sehr intensiver Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung, aber vor allem auch den Lehrerinnen und Lehrern und vor allem Schulleitungen der beruflichen Schule. Ein gutes Signal, dass diese Beschlussvorlage heute so durchging. Unser Motto lautet auch weiterhin wohnortnahe, gute Berufsschulausbildung bei uns im Landkreis Vorpommern-Greifswald an drei Standorten, Greifswald, Wolgast und Torgelow zukünftig. Ja, und damit man all das auch finanzieren kann, wollten wir heute eigentlich über einen Haushalt reden. Eigentlich ja, aber wir haben ja mit Milch angefangen. Und ich denke, heute stand in der Zeitung, im Nordkurier, Deutsche haben mehr Geld in der Tasche. Das heißt, sie könnten eigentlich für einen Liter Milch auch ein bisschen mehr bezahlen, damit es den Bauern gut geht, den Kühen gut geht und dass es auch künftig weiter Milch aus unserer Heimat hier gibt. Deshalb unterstützen wir und begrüßen das sehr. Ja, der Haushalt, der eigentlich einer werden sollte, wurde dann aber doch keiner. Aus dem einfachen Grunde, weil die Kreisverwaltung die Modalitäten hinsichtlich der Vorbereitung der Kreistagssitzung nicht erfüllt hat, also der gesetzliche Rahmen war nicht da. Der Haushalt, der heute vorgelegt wurde, sollte beschlossen werden mit einem Defizit ein Defizit von ca. 13 Millionen Euro. Der hätte so in dieser Form ohnehin nicht den Kreistag passiert, denn die Fraktion SPD-Grüne hat sich sehr dafür eingesetzt, diese unterjährige Verschuldung auf Null zu setzen. Dazu hätten wir zwei Vorschläge unterbreitet, die wir für die nächste Kreistagssitzung vorbereitet haben. Denn, meine Damen und Herren, es ist ja so, wir machen jetzt mit der Altfehlbetragsumlagesatzung, bauen wir die Altschulden aus den ehemaligen Landkreisen Ückerando und Ostvorpommern ab und bauen sozusagen mit den Neuschulden wieder neue Schulden auf, die wir dann in 10 oder 15 Jahren wieder abbauen. Völlig schizophren, das Ganze. Aber nicht mit uns. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Haushaltsdiskussion dabei nicht zu kurz kommt und dass auch entsprechende Einsparvorschläge unterbreitet werden. Deswegen hat die SPD-Fraktion Grüne heute wieder versucht, SPD-Grüne-Politik umzusetzen. Es gab einen Vorschlag, zum Beispiel die Kreisstraße Nummer 2 zu verkleinern, in einer kleinen Dimension umzusetzen, zu bauen. Da wurde dann aus Sicht der Verwaltung alles gegengesetzt, um das zu verhindern. Wir konnten aber erreichen, dass dieser Antrag in den zuständigen Verkehrsausschuss übergeleitet wurde, um ganz einfach auch nochmal die Sparpotenziale zu erörtern. Und ich denke, dass auch die Infrastruktur eine Berechtigung hat, hier komplett gebaut zu werden, aber nicht umschwänglich. Wir sind hier nicht die Magistrale von Berlin, sondern wir sind eine ländlich geprägte Region und dem muss man natürlich auch mit dem Geld, das zur Verfügung steht, Rechnung tragen, Patrick. Hals ist trocken. In diesem Sinne, die Altfehlbetragsumlage geht für den einen oder anderen unter keine Kuhhaut. So unterschiedliche Darstellungen gibt es auch in den Fraktionen. Also, darauf. Mach's gut, Nachbarn. Und trink mal wieder ein Glas Milch. Das bringt Kraft, auch bei der Mutter. Prost. Prost, Herr Raulin. Lecker.